Alter, die Rüstung. Die Festung ist größer, als ich dachte. Ja, das denkt man sich oft. Ich will eigentlich gar nicht so lange hier verbringen. Da ach, da ist doch schön. Hier ist ein Lohenspawner. Den baue ich aber ab. Wow. Oder? Soll ich ein paar Lohnsachen holen? Nö. Lohnspawner haben wir genug. Haben wir das? Ja. Ganz sicher. Wir brauchen eh keine. Okay. Also mit also wir haben noch genug Spawner in der Festung direkt beim Portal, das meinte ich. Ja. Deswegen, wenn wir mal Sachen brauchen, dann können wir die uns einfach holen. Okay. Aber wir brauchen auch nichts. Ja, für Tränke vielleicht. Dann, wenn wir uns. Ja, aber die haben wir noch nicht. Ja. Die brauchen wir halt dann, ja. Aber das dauert auch noch. Alter, diese Gänge, die gehen halt so lang und die gehen einfach komplett durch Netherrack durch. Und am Ende von dem Gang ist dann eine Kreuzung, wo sich dann wieder drei Gänge abspalten, die auch alle ewig lang sind, mit wieder einer Kreuzung am Ende. Hier findet man gar nichts, aber richtig viel Quarz ist hier an den Wänden. Quarz ist gut. Die Tür ist jetzt auch fertig. Der Gang allerdings noch nicht. Den muss ich noch irgendwie auskleiden. Ich weiß aber nicht wie. Mit Diamantblöcken. Ja, das wäre was. Um Dekadenz einfach, zu beweisen. Oder ich lasse ihn aus Cleanstone. Für einen weil cleanen das ist ja Look. Schließlich. Das ist ja schließlich ein Gang, der zur Höhle führt. Und die Höhle ist auch aus Cleanstone. Ja. Da habe ich mir eine schöne Begründung zurechtgelegt, warum ich nix baue. Ja. Einfach aus Cleanstone. Das ist Design, das ist so gedacht. Und dass der Gang schon aus Cleanstone vorher war, ja, das ist halt Zufall. Ein netter Zufall. Ein glücklicher Zufall. Unser Lama hat ja so eine Brille. Also, tatsächlich, mit diesem, das kommt wahrscheinlich mit dem Teppich, das hat auch so ein Halsband. Echt? Ja, das kann sein. Ja. Das ist von dem vorher Teppich nicht so. Ist. Ja, ja, das hat auch die gleiche Farbe wie der Teppich. Ah, ein Skelett ist mehr auf den Fersen. Aber ich hau ab. Ein schwarzes Skelett. Oh, nee, ein normales. Ah. Schade. Da wäre ich nicht abgehauen. Ja. So.
Immer schön rechts halten. Dann kommt man irgendwann einmal im Kreis rum. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Nach 5 Jahren, wenn man dann alles erkundet hat. Ach so, ich dachte, ich meinte was anderes. Was denn? Meinte, dann läufst du irgendwann einfach die ganze Zeit im Kreis und kommst immer weiter, weil die Gänge untereinander verbunden sind. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Ja, leider passiert es oft. Ja, aber bisher sind es immer überall neue Sachen. Ja, das wird irgendwann immer mehr neue Sachen und irgendwann, hier war ich schon und dann finde ich ihn immer zurück. Dann fliege ich außer nach Hause. Außer du gehst überall links rum. Ja, oder das. Das Uno Reverse. Da ist ein... Oh mein Gott. Da ist ein Wither-Skelett. Das will ich aber nicht mit meinem Bogen kaputt hauen, sondern mit dem Schwert. Oh ja, ein Wither, das wäre was. Nein, erstmal die ganze Welt kaputt machen. Es ist in Lava gefallen. Oh. Verdammt. Das habe ich schon befürchtet. Und meine Befürchtung ist wahr geworden. Oh, das ist ein Zombie-Pigman, den schieße ich nicht ab. Vielleicht lieber nicht. So. Jetzt habe ich halt vollends die Orientierung verloren. Ist die Frage, meinst du, ich soll wieder zurückkommen? Die Folge geht noch 15 Minuten und die somit auch die Aufnahme. Oh, ist das schon die letzte? Ja. Oha. Und deswegen eigentlich würde ich einen Schotter. Eigentlich könnte ich jetzt zurückkommen, aber ich weiß nicht, ob ich nicht hier irgendwas Krasses verpasse. Aber eigentlich gibt es nichts Krasses in so Festungen. Oder? Nichts richtig Krasses. Nichts, was wir noch nicht haben. Nö, ich denke nicht. Dann werde ich mal wegfliegen hier. Arme Head out. Ja. Das oh, würde ich auch. Hier ist noch mehr Quarz, aber nee. Nee. Wie viel Quarz hast du? Kann ich gerade nicht gucken, ich bin mitten in der Luft. Alter, hier ist einfach wieder so eine straighte Wand. Ja. So, jetzt muss ich nochmal zu unserem Dings zurückfinden. Ah, fliege ich mal nach da. Nach da oder nach da? Oh, hier ist die Wand. Dann fliege ich nach da. Mann, hier ist überall so viel Quarz. Aber alles an der Decke. Oh, das baue ich jetzt ja noch ab. Das kann ich nicht so sein lassen. Oha. Unter dem Quarz geht es richtig schön weit runter. Ah. Oh. So. Ah, ich habe jetzt den Gang zur Höhle etwas verschönert. Etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht. Aber naja. Mit was denn? Lauter Pilzen? Nein, lauter Leuchtflechten. Oje. Ich wollte ihn ausleuchten und dann dachte ich mir, ja, Leuchtflechten. Ja, das war mein ganzer Gedankengang. Nicht sehr komplex. Ja. Und dann habe ich Leuchtflechte hingemacht und dachte ich, ja, das sind so wenige. Und dachte ich, ach komm, ganz viele. Und jetzt ist alles voll. Ich weiß nicht. Einerseits finde ich es cool, andererseits weiß ich nicht. Aber wir brauchen den Gang eh nie. Von daher, und wenn wir ihn doch mal öfter brauchen, wenn ich da mal in der Höhle was baue, dann kann man es ja immer noch ändern, wenn man es denn ganz kacke findet. Ja.
aber jetzt kann ich das Glas in unserer... Ui, Junge. Hier sind 4 Wither-Skelette. Da statte ich den Besuch ab. Ja. Muss vielleicht kriegst du dann 4 Wither-Skelett-Schädel. Muss nur gucken, wie ich da richtig lande bei denen. Und dann ohne zu sterben im Optimalfall. Verdammt. Gestorben. Nee, aber nicht gelandet. Ah. Da oben sind Lohen, die mache ich erstmal weg. Oh Gott. Jetzt schon zum Panorama-Fenster auch wieder ganz. Ja, das mit den Leuchtflechten ist schon geil eigentlich. Wenn die überall sind, dann sieht es bestimmt richtig geil aus. Überleg, ob ich meine Elytren ausziehe und meinen Harnisch an. Oder ob das ein zu großes Risiko ist, wenn ich runterfall, weil unter mir ist Lava. Ich dachte, du wolltest heim. Ja, aber hier sind diese Wither-Skelette. Ach so. Oha, ich kann campen und die kaputt hauen, ohne dass sie mir Schaden zufügen können. Ja. Jetzt sind es aber irgendwie nur noch 2, wo die anderen hin sind. Weiß ich nicht. Wachsen immer mehr Pilze? Du bist ja eh noch weg, dann baue ich jetzt eine Pilzfarm. Ja, so lange bin ich eigentlich nicht mehr weg, hoffentlich. Ja, aber eine Pilzfarm geht auch schnell. Muss ich vielleicht einfach nur hier dem Lavasee folgen? Nee, oder? Oh je, nee. Ich hab mich verlaufen. Oder sollte ich sagen, verflogen? Ja. Oh scheiße, und ich hab bald keine Raketen mehr. Oh je. Oh, hier sehe ich eine Brücke. Einer von uns gebaut hat. Ah, hier ist diese Wand. Ah, hier ist das Haus, okay. Ja. Die Wand ist näher an unserem Haus, als ich in Erinnerung hatte. Ja, die, ja, gut. Ah, aus Reflex fliege ich immer vom Portal weg, aber muss ich doch gar nicht, ich muss hier nur ums Eck laufen. Ja. So. Gemeißelter Quarzblock. Ja, ganz viele. So viele brauchen wir nicht mal mehr. Ja, stimmt. Ich habe mal 32 gemacht. Einer fehlt. Ernsthaft, wir hatten 33 gebraucht. Ah, ne, hier vorne sind noch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Also 11. Mach ich mal 16. Gemeißelt Quarzblock, zack, so. Ist auch wunderbar. Ich mir mal den Höhleneingang an. Ah ja. Alter, das ist wie in so einem optische Täuschungstunnel oder so. Ja, genau, wir gehen da mal durch. Ah.
Komm mal hier, guck mal. Was? Ja. Oh je. Mal gucken, was hier alles wächst. Mhm. Mann, ich war hier, war ich schon echt lange nimmer. Ey, hier ist voll geil. War nicht das Wasser, wo es dann nochmal runter geht, in der andere? Ja, in durch das Loch, ja. Geil. Da unten haben wir immer unser ganzes Zeug abgebaut. Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder nee, ich hab das abgebaut, ich weiß gar nicht, ob du. Boah, hier geht's warst. Ja noch weiter runter. Oh, hier ist ja ein Minenschacht. Kennst du den? Weiß ich nicht, kann sein. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Warte, ich muss hier ein paar Monster wegklatschen. Komm mal in den unteren Bereich. Ich bin da. Siehst du mich? Ich schwimme in dem Wasserfall. Ah ja, da. Hier. Ach, da hinten. Sind da Fackeln? Ja, nee, halt, die könnten noch. Doch, da unten sind Fackeln. Ja, das ist die große Höhle, wo ich immer bin. Alter, tummeln sich da. Aber flieg mal wieder zurück. Warte. Ja, das ist alles voll mit Monstern. Ja. Ja, jetzt bin ich hier. Wo bist du? Ah, guck mal hier. Ah. Da habe ich das ganze Zeug für unseren Bodenkult oder was das auch immer war. Ja, doch. Tiefenschiefer. Ne, wofür haben wir das gebraucht? Doch, ich glaube schon. Der Boden. Ach, warte, war das die Höhle, wo hier oben so ein Wasserbecken war? Ne, das war eine andere. Ne, ja. Das ist voll krass, wie tief das runtergeht. Mhm. Jetzt kann man nimmer durch das Glas reinfliegen. Aber dafür gibt es jetzt einen schönen Tunnel. Mhm, das sieht echt cool aus. Mhm. Ohne Pressure. Guck mal, ich hab sogar die zwei. Ja, noch. Guck mal, ich hab sogar die zwei unterschiedlichen Blöcke gemacht. Das habe ich auch schon gesehen. So. Ja, schon unser Schaf gesehen eigentlich. Ja. Ah. Glaube ich. Ich hab. Nee, sein Gehege habe ich noch nicht gesehen. Ah. Oha. Geil. Mit Grasblöcken. Ja. Okay, so schlafen gehen, ist gerade Nacht. Ja, das bietet sich an. Können wir die Aufnahme auch beenden? Ja. Level 64 schon. Ah. Wo bist du? An der Ideenwand, aber wir haben nichts davon gebaut. Naja, aber wir haben Fortschritte gemacht bei den Bauten. Ja, bei der Ruhmeshalle. Ja, und die habe ich mir noch nicht angeguckt, die gucke ich mir jetzt noch an. Ganz kurz. Ich flieg schön drüber. Nee, wir können auch da beenden. Ja. Oh ja, die leuchtet jetzt richtig schön. Mhm. Oh, das ist geil. Und nächstes Mal kann man ja dann hier die Statuen aufstellen. Ja, genau. Da müssen wir mal gucken, was wir da genau aufstellen. Ja. Aber da haben wir ja noch Zeit dafür. Ja doch, aber die Wände, die gefallen mir auch jetzt. Ja. Doch, das sieht schon cool aus. Ja. Da kann. Oh, da ist wieder so ein komisches Schneeskelett. Ah. Kann man sich ja überlegen, ob man hier mal den, den Abspann macht. Oh ja, stimmt. Weil ja, dann ist in dem Abspann immer die Namen von den Zuschauern drin, die hier drinnen stehen. Das wäre doch was. Weil bisher ist das nur so ein Video von einem Mond, der aufgeht, ja, das ich mal irgendwo in der Welt gemacht habe. Ja, das kann man sich ja dann mal angucken, ob sich das anbietet. Ja. Gut. Ja, doch, so. Ja, okay. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.